Prominent getrennt, der Talk, Folge 6. Und wenn sich die Leute fragen, hat die liebe Vicky eine Geschlechtsangleichung vorgenommen und lebt jetzt als Mann, dann kann ich euch sagen, nein, das ist nicht der Fall. Die liebe Vicky ist tatsächlich verhindert, weil sie krank ist. Wir wünschen ihr an dieser Stelle erstmal gute Genesung und hoffen, dass sie nächste Woche wieder da ist. Und der Michael ist ganz spontan eingesprungen, weil ich das Gefühl habe, dass wir sehr viel zu besprechen haben bei dieser Folge. Wenn ihr sie noch nicht angeschaut habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall ganz dringend nachholen. Die komplette Folge findet ihr bei RTL Plus. Und ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Ja? Oh, wow. Hey. Lieber Michael. Ja, erstmal, hey, hi an deine Community. Einen... Ja, schönen guten Tag, guten Morgen, wenn auch immer ihr das Video seht. Sehr gut. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ich möchte die tatsächlich mal mit dir durchsprechen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin gespannt, was die Leute da draußen dazu sagen. Es ist chronologisch so ein bisschen. Es gab die Situation relativ am Anfang, wo Sandra gesagt hat, sie will ihren Tommy wiedergewinnen. Sie merkt, er lässt immer mehr zu. Das hat mich maximal... Das habe ich nicht gemerkt, das habe ich nicht gefühlt. Ja. Also ich war... sozusagen, ich weiß nicht, was Sandra da gefühlt hat, ich habe es nicht gefühlt. Ich war auch, muss ich dir offen sagen, maximal irritiert, schon alleine... Also erstens, weil ja die Sendung gar nicht das Konzept mit sich bringt, dass es das Ziel ist, dass quasi ein Comeback kommt. Es kann natürlich ein Comeback kommen, aber wir beide wissen ja natürlich auch, dass der Tommy in der Situation, als er da reingegangen ist, quasi schon mit der Paulina zusammen war. Und alles, was ich empfange, ist aus meiner Perspektive Ablehnung. Und ich weiß, ganz viele Leute haben da eine andere Interpretation dazu, aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Also, ich finde, dass man das natürlich schon auch mal deutlich sagen kann, wenn man merkt, dass der Ex-Partner vielleicht noch will und man selber nicht mehr will. Ich finde aber auch, dass es eben Stellen gibt, wo Tommy sich massiv im Ton vergriffen hat. Das muss ich also auch mal sagen, ja, wo man das hätte vielleicht ein bisschen empathischer machen können, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass natürlich bevor dieser Dreh war, bereits die Ausstrahlung I Am The One Reality Stars in Love war und Sandra die Gurkenrasplerin da gewesen ist, ja, an verschiedensten Objekten und jetzt auch nicht wirklich eine gute Performance abgeliefert hat. Das wird bestimmt Tommy mitbekommen haben in irgendeiner Form, ja. Zumal er ja auch mit Max sehr gut kann und bei Max war ja Sandra auch zugange. Also das sind ja dann so Sachen, wo ich sage, das würde mich jetzt, also selbst wenn ich vielleicht noch den Funken gehabt hätte an Tommys Stelle, dass da vielleicht noch mal was entstehen könnte, hätte mich das enorm schon mal abgeturnt. Das wäre mal das eine gewesen. Und das andere ist, also wie viel Körper will sich Sandra jetzt noch einholen? Vor allen Dingen eben teilweise in dieser Art und Weise, die ich nicht ganz so super korrekt finde. Das ist ja schon ein bisschen masochistisch. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich dir im Kern zustimme von dem, was du sagst. Ich möchte natürlich trotzdem der Fairness halber auch festhalten, dass Tommy natürlich auch kein Kind von Traurigkeit war. Ne? Also die nehmen sich da jetzt natürlich beide nichts. Und wenn er jetzt als Beispiel Interesse gehabt hätte an ihr und gesagt hätte dann so, ja, du pass auf, ich kann das aber nicht mit dir machen, weil du hast ja so viele Gurken geraspelt wie noch nie zuvor und das ist für mich ein totaler Abtörn, dann verstehe ich natürlich den Gedankengang insofern, weil ich auch schon mal, sage ich dir, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich war auch mal in einer Beziehung und dann war das irgendwie vorbei und dann hat das nochmal wieder so ein bisschen, also wir haben nochmal angebandelt und natürlich war das ein Thema, was in dieser Zeit war, ja, und natürlich hat sich das nicht gut angefühlt und ich glaube, wir beide konnten das auch nicht wieder zusammenfügen, zum Glück, weil es auch tausend andere Sachen gab, weswegen das nicht gepasst hat. Ich möchte aber sagen, dass während man ja sagt, Vergangenheit ist Vergangenheit, stimme ich zu, man aber dann in der Zeit, wo man sich schon kannte, wo man mal kurz getrennt war, das nicht so einfach weglegen kann. Vielleicht gibt es Leute, die das können, ich kann das nicht. Bin jetzt aber auch nicht in der Situation, wo ich das können muss, weil ich ja in einer harmonischen Beziehung bin und das jetzt kein Thema ist, aber keine Ahnung, also die Kernaussage von Sandra habe ich insofern nicht verstanden, weil ich das nicht sehe und es mir trotzdem leid tut, dass sie ja trotzdem in der Situation ist, wo sie diese Erwartungshaltung hat. Ja, also diese Erwartungshaltung bringt sie ja die ganze Zeit irgendwie auch mit, ja, also man hat es bei dem Zweiergespräch gesehen,
Man hat es mitgesehen, wie sie dann auch immer wieder mal über das Foto streichelt oder irgendetwas. Ja, also es sind schon so ein paar Aktionen dabei, wo ich denke, okay, er ist auch in einer neuen Beziehung, kann man es nicht einfach irgendwie akzeptieren, respektieren und dann auch abschließen. Ist ja für sie auch nicht gesund, dieser Zustand. Denn so wie sie immer noch daran auch so hängt, und man merkt es ja auch an ihren Instagram-Reaktionen und so weiter, also was jetzt außerhalb der Sendung stattfindet, dass da wirklich noch etwas da ist. Und solange sie nicht abgeschlossen hat, wird da niemals Platz für irgendjemand Neues sein. Ich habe mir gerade mal auf meine Notiz geguckt, da habe ich mir auch aufgeschrieben, es gab ja auch diese Voting-Situation, wo quasi Sandra mit Tommy gesprochen hat, dass es vielleicht irgendwie besser wäre, den Max zu nominieren und so. Ne? Da hat man ja auch gemerkt, dass, also schon alleine wie er mit ihr spricht, dass da auch gar keine Vertrauensebene vorhanden ist. Also er glaubt ihr ja nicht mal das, was sie ihm erzählt hat. Und wir sind ja nun alle Zeuge gewesen. Und Tommy wird es ja jetzt im Nachhinein auch sehen, dass die Informationen, die sie ihm gesagt hat, die Wahrheit waren. Also keine Ahnung. Ich sehe da auf keiner Art und Weise eine Bindung, muss ich dir ehrlich sagen. Also das ist nein, also das ist einfach hoffnungslos vorbei, ja. Und auch wenn das schwerfällt, weißt du, ich habe ja auch schon meine Beziehung versemmelt, ja. Mhm. Also ähnlich wie Sandra das gemacht hat, ja. Und natürlich habe ich jetzt auch so manchmal den Moment, wo ich denke, okay, wäre natürlich irgendwie, wie wäre es jetzt, wenn es jetzt anders gelaufen wäre oder so. Aber ich empfinde da jetzt auch jetzt nicht mehr irgendwie die Liebe oder etwas. Ich habe das verarbeitet, ich habe das abgeschlossen, ja. Na, klar, natürlich denkt man mal nochmal positiv vielleicht auch zurück an den einen oder anderen Moment oder natürlich auch über seine Fehler nach, die man gemacht hat. Aber ich würde da jetzt gar nichts unternehmen wollen, ihn da zurückzugewinnen. Auch vor allen Dingen, wenn da schon beispielsweise jetzt wie in dem Fall auch ein neuer Partner da ist. Ja, 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 ja. Danach habe ich mir aufgeschrieben, ging es ja mit Mike weiter. Also der Mike hat ja konsequent den lieben Max abgewertet. Auch gerade in diesem Kontext war ja der Max, der Michelle einen Kuss geben wollte. Entschuldigung. Ja, alles gut. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist natürlich heute alles in dem Kontext, was jetzt drumherum passiert ist, natürlich alles nochmal ein bisschen anders wirkt. Also ich sag dir mal ganz kurz, was ich darüber denke. Diese ganze Bad Boy Mike, er wertet ihn ab, fand ich natürlich mit dem heutigen Wissen unglaublich peinlich. So nach dem Motto, du hast kein Haus, du hast kein Auto, du hast dies nicht, du hast das nicht. Wo Mike keine Eigentumswohnung, ja. Ich hab's extra nochmal angeguckt vor unserem Talk. Genau. Was hast du überhaupt? Also, das natürlich mit dem Wissen, was wir mittlerweile über Ekim haben, ist es natürlich Comedy pur, ne? Ja, ja, also das ist das, was ich meine. Also Punkt 1, mir geht durch den Kopf, erstens, überhaupt jemanden so abzuwerten, finde ich sehr peinlich, weil das ist ja nun wirklich nicht das, worauf es ankommt. Aber ich finde es natürlich noch peinlicher, wenn man jemanden abwertet und man selber nichts hat. Wir alle wissen, dass Mike keinen Cent in der Tasche hat, kein Geld auf dem Konto, keine Einnahmen. Die Einnahmen hat er nur durch YouTube. Das sind alles Informationen, die er selber gestreut hat in seinen Videos, während er noch in der ersten Folge ja einen auf dicke Hose gemacht hat und gesagt hat, er ist ja so, ne, mit der Gage und so, du erinnerst dich dran. Also das ist natürlich irgendwie krass. Und weißt du, was ich irgendwie mit am unangenehmsten fand, muss ich sagen? Wir haben dann nochmal einen anderen Mike gesehen und auf mich wirkte das unglaublich gespielt, sage ich dir ehrlich. Ich glaube, die Worte hat er zwar ernst gemeint, aber er wollte jetzt auf Biegen und Brechen den Bad Boy Mike raushängen lassen. Es war für mich, so wie ich das wahrgenommen habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, war das auch nochmal ein ganz anderer Mike als im Sommerhaus. Aber es wirkte auf mich unglaublich unauthentisch. Nee, das glaube ich nicht. Das ist gar, also ich sehe es nur nicht mehr so wahnsinnig unauthentisch wie du, ja. Mhm. Ich glaube schon, dass er, weil er ja das auch ein paar Mal gesagt hat, also er ist tatsächlich in seinem Glauben in dieser Sendung drin, dass er schon mal so oder so der größte Star ist, die meiste Gage hat, alle anderen sind nichts wert, weil er sagte ja auch, wir sind ja nicht auf BOMS Island, ja. Und so weiter, also die Abwertung und auch die das Abschätzige gegenüber seinen ganzen Mitkameraden dort, ja, ist ja schon die ganze Staffel über zu spüren. Und
Da hätte ich mir jetzt zum Beispiel mal tatsächlich so ein Spiel gewünscht, wie bei Kampf der Reality Stars, wo die die Gagen gerankt haben. Das hätte ich jetzt mal gerne hier gesehen, ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich glaube einfach, dass Mike da tatsächlich weiter hinten gerankt hätte von der Gage, wie vielleicht der ein oder andere. Wenn wir wissen, dass er für sehr wenig Geld auch bei Promi-Büßen war und so weiter. Ja, also man kann ihn ja günstig einkaufen. Was ich, und, ja. Und ich glaube wirklich, dass sich das einfach so durchzieht. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich ein anderes Gesicht ist oder was aufgesetzt ist oder dass vielleicht tatsächlich das krasse Produktionsgespräch dieser Folge vorausging. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube schon, der hat irgendwas gegen den Max. Ich kann es dir noch nicht mal sagen, was er da genau gegen ihn hat, ja. Weil ich fand, dass Max sehr cool reagiert hat. Der hat ja auch die Frage im Übrigen gestellt, ist es das, worauf es im Leben ankommt, was du gerade hier aufzählst, als er da das Haus, Auto, Boot und so weiter gesagt hat, ne? Puh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass er sich einfach da, er denkt auch dadurch, dass ihn Lukas, Tim und vor allen Dingen der Legazon ja sozusagen in Anführungszeichen akzeptieren, fühlt er sich da richtig als Leitwolf da drin. Das ja, ist nicht gemerkt. Ja, voll. Also, weil er wird gar nicht akzeptiert in der Gruppe. Die nehmen den einfach hin, ja. Und so. Und er meint aber, er ist jetzt hier voll akzeptiert. Er hat schon die Krone auf, ja. Es gab auch noch eine Aussage, die ich relativ krass fand. Da hat er zu Michelle auch dann in der Situation gesagt, dass wenn dir irgendjemand wehtut, wenn dir irgendjemand schadet, dann komme ich sofort. Und wo ich mir so denke, zu diesem Zeitpunkt wusste er ja schon, was er getan hat. Die Sache mit Ariel, wie rausgekommen ist nach anderen Betrügereien. Zu dieser Zeit, als das gedreht wurde, hatte er schon die Sache mit Janice als Beispiel. Ja, also da muss man auch mal sagen, wie krass Punkt, man sein muss, wenn man sich da hinsetzt und wirklich diese Fassade aufrecht erhält, von wegen, man ist der große weiße Ritter auf dem Pferd und beschützt die Frau vor allem Bösen, während man selber aber in dem Fall tatsächlich das Böse ist. Also das ist natürlich wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und es ist noch eine Sache, ist mir aufgefallen, lieber Markiel, man hat zum allerersten Mal richtig gesehen, wie krass er es immer geschafft hat, Michelle zu manipulieren. Denn plötzlich switchte sie ja ihre Meinung um. Und ich weiß, dass ich auch mal mit ihr drüber gesprochen habe. Ja, das glaube ich, kann ich hier sagen. Wir haben Sonntag drüber gesprochen. Ja, ja, aber nochmal über diese ganze Situation, dass das nochmal so richtig schwarz auf weiß dokumentiert wurde, wie er sie so vollpalavert hat, dass sie wirklich ihre Meinung geändert hat und sich dann quasi auch gegen den Max gestellt hat, der dann aber zum Glück netterweise einfach gesagt hat, so hey, wenn du dich irgendwie verletzt gefühlt hast oder was auch immer, ich entschuldige mich bei dir. Ja, das fand ich ja auch von Max ganz, ganz in Ordnung. Es ist halt wirklich so, wie gesagt, mit dem Wissen, was wir Stand jetzt einfach auch haben, durch diese ganze Story, die jetzt da drumherum passiert ist, ist es einfach Comedy, es ist so eine Farce. Und vor allen Dingen, er merkt auch tatsächlich gar nicht, dass er den anderen völlig egal ist. Es folgt ihm ja niemand aus diesem Format bei Instagram. Ist das mal abgemerkt? Ich habe gar nicht geguckt. Nee, ich habe gar nicht geguckt. Aber weißt du, was ich auch krass fand? Es gab einen Moment, wo ich ganz kurz in einer Sekunde dachte, ach, okay, das ist jetzt nett. Und dann kommen diese O-Töne. Und zwar war das der Moment, als Nico Legert geweint hat. Und Mike hingeht, ihn in den Arm nimmt und dann diese Sachen im Interview raushaut. Das war für mich so, in dem Moment, wo ich dachte, ach, guck an, hat er doch ein gutes Herz. Und dann kommen diese Kommentare und ich dachte mir, alter Falter. Das ist ja so, der haut in den O-Tönen sowas von drauf, ja, und macht die Leute richtig nieder und vorne herum lächelt er ihnen ins Gesicht. Das ist genau das, was ich, das genau, spiegelt genau meine Erfahrung mit ihm wieder. Aber weißt du, Marke, er macht ja leider keine Reactions dazu, ja, er hat sich ja nun immer konsequent darüber beschwert, ja, er hat sich ja konsequent darüber beschwert, dass er immer falsch dargestellt wird. Und ich sage es dir nochmal, der Mike ist kein 20-Jähriger, der Mike hat Erfahrung, der Mike weiß ganz genau, was er ist und all diese Sachen, auch gerade das mit dem Nico Legert und diese Interviewsituation danach, das sind keine Sachen, wo man jetzt irgendwie sagen kann, pass auf, da wurde ich schlecht geschnitten, sondern das sind Fakten. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz die Sachen rückblickend betrachten, die in den letzten Wochen passiert sind, wissen wir eh Bescheid. Aber da würde ich wirklich gerne mal wissen, was er dazu sagt.
Wie will er sich denn da gerade machen? Wie will er sich denn da frei machen? Jetzt ernsthaft. Ja, da gar nicht. Also er wird wieder mit irgendwelchen Beschuldigungen kommen und sich in die Opferposition Und stellen. ja. Aber ich meine, wir wissen ja, dass ja nur die Formate von der anderen Produktionsfirma, mit der er Ja. gearbeitet hat, Spaß gemacht Du, ja, haben. ich möchte aber noch mal was dazu sagen, weil ich hatte das mit Vicky auch oft angesprochen. Also es ging ja nun wirklich darum, wenn wir jetzt mal ganz kurz an diese Anschuldigungen zurückdenken. Nur mal angenommen, es hat dieses Gespräch gegeben. Ja, wir wissen es sicher, war nicht dabei. Nur mal ganz kurz angenommen, es hat dieses Gespräch gegeben. Hätte Mike als erwachsener Mensch auch sagen können, du, pass auf, mache ich nicht. Also auch da, er wollte quasi diesen Vorwurf bringen und quasi mit dem Finger auf andere zeigen und die sind schuld, bla 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 blub, ja. Aber er ist doch der Herr seiner Entscheidungen, auch wenn ich jetzt in der letzten Zeit natürlich das Gefühl hatte, dass er nicht Herr seiner Sinne ist, aber unter normalen Umständen kann man ja sagen, möchte ich nicht machen. Das kann man immer sagen, ne? Aber da kommt natürlich dann die Angst natürlich dann auch dazu, was natürlich die Angst von vielen, die im Reality sind, dass sie natürlich schnell aus einer Sendung rausfliegen, ja. Und die Angst hat er natürlich auch. Und er hat sich ja trotzdem, er hat ja gemerkt, dass ein Teil seiner Manipulation und seines Spiels ja durchaus Früchte trägt, dass es aufkeimt bei dem einen oder anderen. Und dadurch hat er natürlich auch jetzt den kompletten Höhenflug da drin. Ich bin mal ehrlich gesagt gespannt, ob diese Attacken von ihm weitergehen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie irgendwann dieses klärende Gespräch mit Ariel nochmal kommen. Nicht mit Ariel, mit Michelle über. Nee, pass auf. Mit Michelle über Ariel, weil ich finde, die Michelle hat ja schon so einen Seitenhieb gemacht, als sie auf der Liege lagen und sie gesagt hat, der Tim, als sie bei dem Gespräch waren, Tim und Melina, der hat sie auch betrogen. Das war ja zu diesem Zeitpunkt der Hinweis auf Ariel, so nach dem Motto, guck mal. Ja. Das ist am Ende des Tages auch ein Betrüger. Da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwie so ein Gespräch gibt. Aber können wir mal bitte ganz kurz noch über diese Zeit zu zweit sprechen? Ich muss nämlich ehrlich sagen, dass ich davon ultra enttäuscht war. Also das waren ja gefühlt 2 Minuten pro. Genau. Was mich stört, dass es in den einen Folgen, die letzte Folge zum Beispiel, die todeslangweilig war, ja, da gab es irgendwie kein Gespräch. Und dann jetzt hat man zwei Gespräche und ich sag dir ganz ehrlich, die Thematik rund um Tim und Melina interessiert mich nicht so sehr, aber ich finde, bei Nico und Sarah hätte man richtig viel draus machen können. Hätte man wirklich. Und das hat man Allerdings nicht. muss ich dir sagen, weißt du, es kam von ihr auch die gleiche Schallplatte, wirklich. Also die kann ich ja jetzt auch mittlerweile schon auswendig. Nico, dein Vater war bei uns zum Essen, bla 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 bla. Ja. Dann sagt der, du sollst jemand anderes FECKEN machen und so weiter. Also dann, du betrügst mich im TV, wie ging es dir? Also so, sorry, das haben wir danach mit tausenden Interviews. Sorry, du hattest auch eins. Drei. Wiedersehensshow, dies, das, drei. Also es wurde ja jetzt auch überall. Und jetzt kam es wieder. Und ich denke mir, ja, okay, aber es gab doch bestimmt auch noch mal irgendwie, vielleicht noch mal das ein oder andere, was wir vielleicht noch nicht wussten oder so. Aber es ist, also Sarah dreht sich da auch einfach um ihre eine einzige Story, die sie hat. Ja, mehr ist da leider auch nicht zum Erzählen. Es tut mir leid, ich finde den Nico interessanter als sie. Ich weiß, was du meinst, dass es im Kern immer dieselbe, ich sag mal, immer von beiden Seiten immer dasselbe Palaver ist, was wir schon 20 Mal gehört haben. Ich verstehe das, da hätte ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Innovation gewünscht von der Produktion, dass man dann vielleicht als Beispiel, so wie man das beim Promi-Büßen mal gemacht hat, dass man mal einen kleinen Ausschnitt auf einem Tablet zeigt aus der aktuellen Staffel, wo er ja am Anfang gesagt hat, irgendwie so nach dem Motto, es tut mir Wir gar nicht bauen leid. Haus und tralala Genau, und weißt du, da leben dachte hier ich mir 6 so, Jahre okay, zusammen. wir haben jetzt 2 Minuten gesehen, total verschenktes Potenzial, total kurz, dasselbe Palaver wie immer, beidseitig, mit Nico Leger, der irgendwie einen halben Nervenzusammenbruch hat und das war's jetzt? Das war Also dafür jetzt. muss ich dir halt sagen, weißt du, ich meine, klar, du sagst, es ist aus deiner Sicht nicht interessant, aber da fand ich jetzt zum Beispiel eine Reaktion von Tim, der da gesagt hat, aufgrund dann, wo die Anschuldigung mit dem Fremdgehen kam, ne, da hat er gesagt,
alles, was ich da jetzt sagen würde, wäre eine Rechtfertigung. Ja, es ist passiert und so, ich stehe dazu, das ist passiert, das war ein Fehler, ja, aber ich das jetzt groß zu erklären, würde eine Rechtfertigung gleich kommen. Und das fand ich ganz gut zum Beispiel. Nein, ich finde es auch eine gute Aussage, weil natürlich, was willst du denn da jetzt sagen? Willst du da jetzt sagen, ja, ich habe dich betrogen, weil ich war in der Beziehung unglücklich, ich war dies, wir haben irgendwelche Sachen, also dafür gibt es keine, also da fand ich, das fand ich da zum Beispiel halt viel sympathischer. Ich muss auch sagen, ich fand es auch ganz gut, dass dann bei der Nominierung Tim und Melina eben nicht für Max gestimmt haben. Was sagst du denn generell zu diesem Exit Max und Luisa? Also Luisa hat man sehr wenig gesehen, muss ich sagen. Mhm. Also die sehe ich ja öfter in Baden-Baden hier bei uns, als dass ich die jetzt da in der Sendung gesehen habe. Ja? Aber auch da, nochmal, wirklich mal, Kiel, auch da, weißt du, was ich nicht verstehe auch wieder? Da hat man in der letzten Folge so eine langweilige Folge präsentiert. Und gerade bei Max und Luisa, nach diesem Make-Love-Fake-Love-Thema, hätte ich schon gerne mal eine hier diese Stunde oder weiß ich, Zeit zu zweit gesehen. Die haben wir gar nicht gesehen von denen, stimmt ja. Nein, wir haben schon wieder ein spannendes Paar nicht gesehen. Gina und Emily haben wir nicht gesehen. Wir haben Max und Luisa in diesem Gespräch nicht gesehen. Stattdessen bekommen wir Paare hingesetzt, wo wir eigentlich schon alles wissen, was da... Also das verstehe ich aus Produktionssicht ehrlich gesagt nicht, oder? Also Emily und Gina, also die hätten ja wahrscheinlich mit Sachen nach sich geworfen, ja? Keine Ahnung. Also, aber du hättest es auch gerne gesehen bei Max und Luisa, oder? Ja, Max und Luisa hätte ich gern gesehen. Ja, finde ich ja auch total spannend. Ich meine, excuse me, die sitzt deine anderen wieder, kann ihn nicht erreichen, kriegt Live-Bilder gezeigt, ja. wie er seine Finger in der Liebesgrotte von Jelis versenkt. Total. Also, wie fühlte sie sich da? Da haben wir eigentlich nie richtig mal was dazu gehört. Null. Das hätte ich super gerne gehört, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ja. Finde ja. ich auch. Also das ist mit für mich das Interessanteste gewesen. Da bin ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt schockiert, dass das nicht passiert ist. Und klar, kann man ja immer nie so richtig abschätzen, wer als Produktion rausfliegt. Aber ich finde, wenn die eh immer erst am nächsten Morgen auschecken, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich die morgens trotzdem nochmal verdonnern, um dieses Gespräch zu führen. Und danach dürfen sie erst ausziehen. Ja. Oder? Voll der Masochist, ehrlich. Nein, aber das finde ich ja schon. Dann müssen also, sie schon die Koffer packen und müssen sie doch noch zu dem Scheißgespräch, ja? Du, ganz, ja, aber... Michael, ganz ehrlich, was habe ich in dieser Staffel über Max und Luisa erfahren? Nichts. Nichts. Gar nichts. Nichts, nichts. Ne? Wir haben erfahren, dass Max sich gerne schlagen lässt. Ja, und ich dachte ehrlich gesagt irgendwie auch, muss ich dir sagen, dass es da irgendwie auch mit Sandra nochmal so ein Thema gibt. Das war auch so, also ja, vielleicht gab es das ja. Das hätte ich auch ein bisschen, hätte ich eigentlich auch noch gerne ein bisschen mehr erzählt bekommen, beziehungsweise ich hätte mal gerne jetzt gewusst, warum Max so rigoros diesen Kontakt abgebrochen hat. Aber das ist auch so ein Standardding bei Sandra. Und ich sag dir nochmal, das hängt da damit zusammen, das ist rein energetisch, sehe ich das einfach so. Ich weiß, da bist du nicht so in dem Ding drin, aber ich halt, dass sie einfach noch so an Tommy hängt, dass da kein anderer Platz hat. Und damit drängt sie auch jeden potenziellen Neuen aus ihrem Feld heraus. Das ist einfach so. Das ist wie so Magneten. Weißt du, die schwirren dann. Ja. Aber, puh, ja, also Sandra, Tommy, unangenehm, muss ich echt sagen. Schwierig, das Ganze. Möchte mir aber natürlich auch weiter angucken, weil es ist auch wie so ein Unfall, ne, irgendwie. Ja, also man kann nicht wirklich weggucken. Ich bin auch gespannt auf die nächste Folge. Ich danke dir erstmal. Wenn ihr Bock habt auf Content zu Prominent getrennt, dann checkt mal gerne den Kanal von ihm ab. Und ich sehe auch schon dein Let's Dance-Kärtchen da im Hintergrund. Auch großes Thema bei Michael, könnt ihr auch abchecken. Und dann würde ich sagen, ja, wir behalten das mal. Du hast heute gesagt, ja? Du guckst am Freitag mit, weil ja. gut aussieht. Ne? Ja. Also ich bin gespannt. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich danke dir, dass du so spontan eingesprungen bist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und dann verabschieden wir uns und sagen bye und bis zum nächsten Mal. Namaste. Namaste.